Typ wirklich kommt? Dann stellen wir fest, wo er wohnt und melden das der Polizei. Was melden wir? Wo der wohnt oder was? Der Typ hat irgendwas mit dem Mord zu tun, da bin ich mir ganz sicher. Da bin ich mir ganz sicher. Meinst du vielleicht, die gehen wegen so einem komischen Verdacht der Sache nach? Aber das müssen sie. Anna ist tot. Ermordet, verdammt nochmal! Entschuldigung. Geben Sie mir den Doktor. Er weiß, wer hier ist. Er wartet auf meinen Anruf. Es ist eine halbe Stunde, ich habe nicht viel Zeit. Ich bedanke mich. Sei doch nicht so ungeduldig. Schließlich machen wir das nicht zuletzt für dich. Ja, ich weiß. Ist auch nett von dir, dass du mir hilfst, obwohl ich mich damals ziemlich mies benommen habe. Das ist nicht deine Schuld. Anna hat sich immer alles genommen, was sie haben wollte. Meinst du wirklich, dass er kommt? Ich glaube sogar, dass er hier im Lokal seine Geschäfte abwickelt. Hier? Wieso nicht hier? So viele Leute. Wieso nicht in seiner Wohnung? Ja, mit keiner seiner Kunden erfährt, wo er wohnt. Das liegt doch auf der Hand. Bestell noch was. Nee. Gabi Wolfgang. Das ist der Mann mit dem Päckchen. Und der Mann, der gestern Abend auf Anna gewartet hat. Ich wollte mal mit ihr sprechen. Da ist der Typ gekommen und hat sie abgefangen. Da wartet auf jemand. Ja, sieht so aus. Was, wenn sie das Päckchen bringt? Mach du das, ich bleib bei dem Mann. Nein, ist besser, wenn ich das tue. Als Frau falle ich doch weniger auf. Na gut, aber sei vorsichtig. Ich bitte dich am helllichten Tag. Mach schon, sonst verlierst du sie. Ja, bis später. Ja. Nee, hab ich nicht. Ein Westernhut? Ja. Nee, hat er bei uns nie aufgehabt. Nee, das wäre mir aufgefallen. Okay, vielen Dank. Sie meinen Westernhut, so einen richtigen wie im Film? Ja. Nee, daran würde ich mich erinnern. Nochmals vielen Dank.